Hallo Bull-Freunde. Wie oft hat euer Gegner schon gesagt, der Punkt ist bei mir und ihr wart so gar nicht einverstanden? Das einzige Mittel, dies zu entscheiden, ist das Messen und dafür brauchst du ein Maßband, das allein der richtige Schiedsrichter ist. Um den Abstand zu der weißen und der schwarzen Kugel herauszufinden und zu erfahren, ob die Weißen einen zweiten Punkt haben, müssen wir beide Kugeln messen. Du siehst, dass dabei eine weiße Kugel im Weg ist, die ich herausnehme, um messen zu können. Ich mache zwei Markierungen neben der Kugel, drehe die Kugel zweimal, sodass eine Marke im Boden entsteht. Dann entscheide ich mich für eine Kugel, halte das Maßband an deren Rand, führe es nach unten und lese am Rand der Zielkugel ab. So komme ich auf 28 cm und 6 mm. Bei der anderen Kugel sind es 28 cm und 9 mm. Ergebnis ist, dass die Kugel an zweiter Position die schwarze ist, weiß hat nur einen Punkt. Wir haben's, es ist entschieden. Beim Pétanque gibt es wie im Leben keine halben Sachen. Auf bald, Poolfreunde! Auf geht's zur nächsten Runde!